Ja, moin, moin, meine Yu-Gi-Oh!-Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duels und ja, ein Juwel von einem Duell. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Ein sehr, sehr geiles Duell gegen Jesse. Was, Jesse? Es war Jesse mit seinem Kristallungeheuer-Deck. Und ja, immer auf Axel kommt heute. Axel hat, wenn ich mich recht entsinne, ein Pyro-Deck. Und das heißt Life Destroyer. Und oh mein Gott, ich verabscheue diese Decks, ganz ehrlich. Die sind richtig heftig und noobisch, muss ich mal dazu sagen. Also zumindest im... Oh mein Gott, der hat in die Hose gekackt. zumindest, wenn man damit im Multiplayer spielt, sage ich mal. Ich glaube mal, das ist ein nettes Thumbnail, würde ich mal sagen. So, puff, perfekt. So muss das sein. Okay. Schicke Halskette hat er da, der Jutta Axel. Sieht schon fast aus wie so ein, ja, Millenniumsgegenstand. Was ist das denn? Supercomputer Bug is back. 3000 Verteidigungspunkte, hammerhart, ey. Und das ein 4-Sterne-Monster. Was ist da denn los, Leute? So, Jaden Yugi, ich hoffe, du gibst mir gute Karten. Ich habe nämlich öfters das Problem gehabt, dass ich ja, gute Karten hatte, aber konnte sie nicht spielen, weil sie nicht harmoniert haben. Auch wieder nicht besser, ganz ehrlich. Ich habe keine Fallenkarten und das ist kacke, ganz ehrlich. Und ja, müssen wir mal gucken, was wir da draus machen. Ich brauche Fallenkarten. Das ist das A und O, mein Duell zu gewinnen. Fallenkarten. Seht ihr schon, kommt er hier mit sowas? Ich komme mit keiner einzigen Karte. Da oh mein Gott, okay. Schlummer, ich habe jetzt schon verloren. Kann dann gleich wieder mein anderes Deck nehmen. Mein Cyberdrachen-Deck. Weil wenn ich mir das hier schon wieder angucke, ich habe keinen einzigen Elementarheld. Standard-Elementarheld, außer Tribut. Ja. Den ich sozusagen, füge deine Hand einem Monster vom Typ Krieger, der Stufe 4 oder niedriger hinzu. Okay, da kann ich ja eigentlich nur noch Clayman nehmen. Weil, ja, ach, den habe ich noch nicht immer mehr im Deck. Ja, super. Ach, Jaden, Alter, du lässt nach mit deinem Deck. Das ist ja mal übelst ätzend gerade eben. Kann ich nicht nehmen stehen hier. Ich hab's total vergessen. Was ist da los, Mann? Also, Jaden Stack ist kacke, ganz ehrlich. Also, dieses Standard-Elementarhelden-Deck, was man hier von der Story hat, das ist echt kacke. Also, Elementarhelden auf jeden Fall richtig geil. Aber dieses Deck ist scheiße. Das ist echt derbe. Der hat noch nicht mal mehr Clayman drin. Ich finde das so lächerlich. Wie soll ich denn dann Donnergigant rufen? Ich muss mal gucken, ob der jetzt Donnergigant noch drin hat. Hat er auch nicht mehr. Er hat ja gar nichts mehr. Er hat ja noch nicht mal mehr glänzenden Flügelmann oder so. Oh ja doch, den hat er noch. Aber trotzdem. Dann hat er hier fast keine Neo-Weltraum-Karten. Müssen wir mal lesen hier. Lege ein Neos-Fusionsmonster, das du kontrollierst, ins extra Deck zurück, falls alle offene Fusionsmonster... Okay, die ist eigentlich Mist. Beschwöre ein Elementarheld-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Das Monster kann nicht angreifen, gibt das während der Ende. Okay. Also bringt es mir dafür auch nichts. Wähle ein normales Elementarheld-Monster in deinem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Also die hebe ich mir auf, die zwei werfe ich weg. Okay, den hebe ich mir mal noch auf. Defusionierung brauche ich weniger. Ich kann trotzdem nichts machen. Könnte ich mir jetzt Avian oder was zurückholen? Ja, komm. Ich habe ja keine andere Wahl. Ich habe nichts. Ich kann nichts machen. Das ist so lächerlich. Jetzt geht nur noch mein Joystick alles. Ich glaub's aber nicht. Ah, dieses Duell steht unter keinen guten Sternen. Habe ich das Gefühl. Aber wir machen das Beste daraus. Er hat aber auch irgendwie. Keine, füge deine Hand ein. Elementarheldmonster und so. Okay, gucken wir mal. Jetzt könnte ich den nehmen. Jetzt hat er noch nicht mal mehr ein Blade Edge drin.
Alter Schwede, alter Schwede. Okay, dann mache ich das jetzt so. Da habe ich ja jetzt gerade eben keine andere Wahl, als das wirklich so zu machen. So, machen wir den so. Einfach Verteidigung, den will ich nämlich jetzt opfern. Für was habe ich denn da hier eigentlich noch eine Fusionskarte? Muss ich mal anmerken, wenn ich hier nichts machen kann. So. Wenn der nämlich jetzt auf den Friedhof geht, kann ich nämlich dann in der nächsten Runde meinen Neos rufen. Und wenn der mir weggeblasen wird, war es das für mich, ganz ehrlich, Leute. So, er hat nämlich noch zwei verdeckte Karten. Deswegen, Josh. Ja, na super. Na komm. Hau rein. So, ich greife auf jeden Fall an. Natürlich, was kommt jetzt? Was macht der? Okay. Es ist auf jeden Fall ein Monster, mit dem ich leben kann, sagen wir mal so. Weil er ist halt nicht ganz so stark, sagen wir mal so. Aber ja, noch haben wir das Duell nicht rumgerissen, haben noch nicht gewonnen. Er hat schon wieder zwei verdeckte Karten. Ich habe einfach keine Fallenkarten hier in diesem Deck. Wahnsinn. Spugman ist schon mal nice. Wieder in der Hand, eine in der Mitte. Als Spezialbeschwörung. Aber ich kann so oder so hier nichts machen. Deswegen komm. Spugman raus. Ich werde auf jeden Fall jetzt eine. Ja, natürlich. Ach, das ist richtig ätzend, Leute. Ja, aber das gibt wieder auf die Hand zurück, hä? Ja, genau, fuck. Er hat keine Monster. Ich brauche ein irgendwas über 1000 ATK, bitte. Ist doch jetzt richtig kacke, oder? Oh mein Gott, ich verzweifle. Er rasiert mich mit einem 1000er Spielmarke, Alter. Ich glaub da nicht. Wilde Feuerspielmarke. Hammerhart. Ich habe meine Feinkarte, wähle ein Monster vom Typ Krieger oder weniger, rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte aus, gibt ATK, dein Gegner konnte das gewählte Ziel nicht angreifen. Ach so, und es bringt mir nichts. Ich hab nichts, ich hab gar nichts. Wenn er jetzt ein Monster spielt, war es das so oder so für mich. Also solange wie es 1700 oder noch mehr ATK hat. Er hat wieder keins. Guck dich das an. Das ist so lächerlich. Ich finde es gerade richtig lächerlich, Leute. Also so viel Pech kann man ja gar nicht haben. Insekte halt für jede Zauberfangheit, halt, die dein Gegner kontrolliert. Pff, bringt mir auch bloß nichts. Ich kann mich verteidigen, ja. Aber ansonsten. Schade, 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 schade. Was kommt jetzt? Okay. Die Karte war. Oh, was macht er denn jetzt? Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein normales Monster in deinem Friedhof. Beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Jetzt könnte ich Neos beschwören. Aber ich mach den hier. Ich mache das so. Werde auf jeden Fall angreifen. So, okay, jetzt seine Spielmarke schon mal weg, aber wir haben noch so viele Lebenspunkte, dass ich mir sehr sicher vorkomme. Okay. Das ist doch scheiße gewesen, ganz ehrlich. Was war denn das? So ein lange Hin- und Her-Geplempler hier für gar nichts. Benutzerdefiniertes, komm. Hab ich gleich gar keinen Bock mehr, ganz ehrlich, bei so einem Deck. Und wenn ich mir die nächsten Duelle so mal im Voraus schon ein bisschen angeguckt habe. Ja, wird mich das gleiche erwarten, weil die Decks sind dann alle nicht so der Burner, ganz ehrlich. Also zumindest was meine Decks angeht. Wie die anderen Decks wären, keine Ahnung. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Raikiki haben wir. Okay. Wir haben ja gesehen, er hat nicht viele Zauberkarten. Könnte ich schon Stufe 5er draus machen? Komm, ich spiele den auf jeden Fall. So, lassen wir es erstmal. Nein, nicht aktivieren. Nein.
So, jetzt kommen wir bestimmt wieder 1900. Diese komischen Kanonen, Alter. Ah, er kommt gleich mit 3000. Okay. Ja, warum denn nicht? Läuft doch bei ihm, oder? Okay, eine verdeckte. Ist bestimmt wieder dieser komische Finger da. Ich mache auf jeden Fall erstmal die. Fuck, ich hätte die aktivieren können. Shit happens. Naja, komm. Ich weiß, ich hätte meinen Cyberdrache machen können, aber der soll wie so ein kleines, Schlupfloch sein. Notlösung. Okay. Ach, come on, Alter. Okay, da ist wenigstens erstmal seine Karte jetzt weg, aber... Ja, naja, komm, wir gucken mal. Was bezweckt diese Karte? Okay, muss ich auf jeden Fall jetzt gleich mal durchlesen. Oh, jetzt kommt diese Karte. Genau aus diesem Grund habe ich keinen Cyberdrache gespielt. Alter, wie er mir einfach so gibt. Wie er mir einfach gibt. Jetzt könnte ich die spielen. Jetzt, oh mein Gott, Leute. So, erstmal lesen. Wenn dein Gegner einen Angriff deklariert, direkten Angriff, kannst du den Angriff des Monsters annullieren, indem du ein Monster vom Typ Pyro in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernst. Bezahle während jeder deiner Standby-Phase 500 Life Points. Falls du das nicht tust, zerstör diese Karte. Okay. Also kann ich ihn jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr direkt angreifen? Er hat das Problem, er hat keine Monster. Ich habe das Problem, ich habe eins, will es aber nicht spielen, weil das ja wie so ein Boost ist, sage ich mal, falls jetzt ein Monster von mir angegriffen wird oder ja ich eins verstärken möchte. So, was hat er da wieder? Schönes drunter. Auf jeden Fall habe ich hier Fallenkarten. Das finde ich schon mal richtig geil. Oh, 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 oh. Jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Aber so schnell nicht, Leute. So schnell nicht. So, okay. Angriff, beste Ver... Nein. Hör auf zu Nervenkarte. Was bezweckt die? Nix. Okay, perfekt. Okay, jetzt habe ich ein relativ starkes Monster, denke ich mal. Und er hat nur 3 Karten auf der Hand. Jetzt kommt der wieder. Naja, mach mal. Ja, toll. Hat mir zwar jetzt Punkte abgezogen, hat ihn aber nicht viel gebracht. So, okay. Wir nehmen... Cyberdrache 3 oder... Proto-Cyberdrache oder... ich würde sagen, wir nehmen... Eigentlich wäre einer von denen gut. Komm, wir nehmen einen von denen. Heißt ja jetzt nicht, dass ich ihn jetzt schon spielen muss. Zumindest jetzt noch nicht. Ich hätte ganz gerne da noch eine Fusionskarte. Und dann können wir das... Oh mein Gott, was macht er jetzt? Was macht die Karte? Lesen. Lesen. Während deiner Damage-Phase eines beliebigen Spielers, wenn ein offenes Monster, das du kontrollierst, angegriffen oder... wird, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Monster erhält bis zum dieses Spielzugs 300 Punkte. Was? Du Lacker, guckt euch diese Kombination an, hammerhart, Leute. Fusion, Fusion, please. Ah, fuck, er ist dran. Okay, er macht gar nichts. Guck mal, er macht eigentlich gar nichts. Was wir für ein Pech gehabt haben in der letzten Runde. Wahnsinn. Ich könnte jetzt, wenn ich es jetzt gut anstelle... Müsste ich jetzt gewinnen. So, nehmen wir die. Jetzt hole ich mir nämlich noch einen Cyberdrache. So. Die.
Diese Karte, die geht mir richtig auf den Piss, ganz ehrlich. So, der müsste ja eigentlich verdoppeln, oder? Lass mich mal nochmal. Beschwöre ein Fusionsmonster von Typ Maschine als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck. Verwende Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Es erhält in Höhe der Archer seiner Grundaktion während des. Okay, komm. So, jetzt machen wir den Cyper Enddrache. Den haben wir ja noch gar nicht beschworen mit dem Deck eigentlich. Oh ja, jetzt. Das ist ein sehr, sehr nice Ende. So, er müsste jetzt eigentlich seine ATK verdoppeln. Perfekt. So, jetzt greife ich an. Und dann war's das. Nerv mich nicht, Karte. Nerv mich nicht. Hätten wir ihn mit einem Schlag, hätten wir ihn jetzt so fertig gemacht. Das hat ihm anscheinend nicht gefallen, wenn ich mir so in sein Gesicht geschaut habe. Aber ja, dieses lächerliche Duell davor hat mir auch keinen Spaß gemacht. Oh, wir haben sehr, sehr viel Geld bekommen. Premier Instinct, okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hauptmenü. Hauptmenü. Ich wollte nämlich jetzt nochmal... Nee. Das machen wir alles im nächsten Part, da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Okay, da bedanke ich mich natürlich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Da würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr auf das nächste Mal wieder einschaltet, schaut rein und dann liebe bis zum nächsten Mal.